veganes Leben wird ja unheimlich kompliziert. Und ist es nicht auch eher ungesund? Der Körper erzählt uns nicht nur das, was wirklich Sache ist, er belügt uns häufig. Künstler Stefan Stark und WDR-Moderatorin Simone Sombecki, zwei befreundete Veganer, gehen auf Recherchetour. Seit Jahren essen sie nichts vom Tier, weder Fleisch, Honig, Milch, Eier. Werden dafür bewundert, müssen sich aber auch oft rechtfertigen. Denn vegan ist ein Esstrend zwischen Kult, Kritik und Vorurteilen. Heute wollen Simone und Stefan es sich gut gehen lassen und richtig schämen. Das vegane Café Senior Verde ist der beste Ort dafür. Latte Macchiato geht ohne Latte? Wie das denn? Erik nimmt einfach einen Sojadrink und natürlich fair gehandelten Kaffee. Aber keiner sagen, Soja wird man nicht aufschäumen. Voller Geschmack, auch ohne Milch. Gutes Gewissen inklusive. Nur echt mit Milch. Pflanzliche Zutaten können tierische locker ersetzen. Nichts ist unmöglich. Was ist denn eigentlich mit Kuchen? Wollt ihr Kuchen? Gerne. Kuchen? Alles da, frisch gebacken. Was gibt es? Wie wäre es mit Himbeer-Cupcake und Erdnuss-Cremetorte? Keine Milch, keine Butter, keine Eier, trotzdem lecker. Vegan genießen, das ist kein Widerspruch. Beim WDR treffen Sie die Servicezeit-Ernährungsexpertin Anja Tanas. Den veganen Esstrend findet sie sehr spannend. Und wo kommt ihr gerade her? Wir waren richtig lecker Schlemmen. Cremetorten, Cupcakes. Ich finde es total irre, dass mittlerweile vegane Restaurants hier eröffnen, dass in den Supermärkten immer mehr vegane Produkte sind. Und habe auch so eine Studie aktuell auf dem Schreibtisch liegen, dass die neuen Veganer irgendwie alle an Spaß orientiert sind, an Genuss, an Fitness und so. Andererseits, wo jetzt so ein Trend so groß wird, werden natürlich auch die Kritiker laut. Beschäftigt ihr euch damit? Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen schlau machen. Ich kann mich mit dem Thema Gesundheit noch auseinandersetzen, also Check-up beim Arzt machen lassen. Und weißt du, was wir mal versuchen sollten, ob wir nicht den Mann vor die Kamera kriegen, der, ich sag mal, die vegane Ernährung so in die Mitte der Gesellschaft gerückt hat, Attila Hildmann. Finde ich super spannend. Also und auch der veganen Ökobilanz und den Einkaufsfallen wollen sie auf den Grund gehen und dann beim nächsten Treffen berichten. Zum veganen Brunch, den du machst. Ich werde es versuchen. Los geht die Recherchereise. Erste Station von Simone ist Berlin. In Friedrichshain gibt es den veganen Einkaufstempel Veganz. Den muss sie sehen. Die Kette hat zurzeit 6 Filialen deutschlandweit. Ein Eldorado für Pflanzenköstler. Hier können sie ohne nachzudenken zuschlagen. Für Neukunden wirkt es, als sei man im Ausland. Denn die wenigsten Verpackungen kommen einem vertraut vor. Eine ganz andere, eben vegane Welt. Rund 80% der Produkte sind bio. Die Moderatorin ist verabredet mit Jan Bredak, dem Geschäftsführer der Veganskette. Das ist ja phänomenal hier. Wie viele Produkte haben Sie? Hier haben wir jetzt knapp 6000. Ist alles abgedeckt? So jeder Bereich? Ja, also ich denke, wir haben alles dabei, was man so zum Leben braucht. Wie ist die Kundschaft generell? Also viel Stammkundschaft? Zum Erstaunen vieler sind ca.